Hallihallo, Hallöchen Leute, willkommen zu diesem neuen Video mit und von eurem Simon. Ja, heute schauen wir uns die Folge von Twitch Stream Clips Germany. Willkommen zu Stream Clips Germany, meine lieben Freunde. Wir schauen uns heute die Stream Clips Germany Folge 261 an. Twitch ist flach. Die besten Momente der Woche. Ich würde mal sagen, let's go, Energie, make it so, whatever. Heute wieder ein schönes Programm. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Okay. Oh, das wird ein großer Spaß. Ich glaube, die Freude ist ihm aufs Gesicht geschrieben, auf jeden Fall. Dann mal rein in die StreamClips Germany. Können wir uns mal kurz darüber unterhalten, dass Gronkh eine 200-Euro-Spende bekommen hat? Hier. Blue Stellar Wave, 200 Euro. Why? Just why? Wer gibt diesem Mann freiwillig 200 Euro? Gibt's doch nicht. Das ging. Da muss doch jetzt irgendwas passieren. Die Katze überfällt ihn jetzt doch, glaube ich. Oder nicht überfallen, sondern sie fällt ihn auf jeden Fall an. Ach, StreamClips Germany ist hier. Das ist das Gegenteil, ja? Wenn Da du ein passiert doch Spiel nichts. wieder öffnest, um eine Katze zu füttern, nicht für das Achievement, nur für das Gefühl, dann leihst du die Katze. Wenn du ein Spiel öffnest, um eine Katze zu erschießen, dann gronkst du sie. Das ist ein Ah. kleiner, aber feiner Unterschied. Ja, das stimmt. Okay, warte, Oh 3 nein. mal 2 sind 6. Was? 3 mal 2? Was? Moment mal. Okay, ich gehe das mal ganz kurz hier mal logisch durch. Also, Punkt für Strich, wenn die Klammer erst nicht sagt, jetzt komme ich. Also, Klammer zuerst, 3 plus 2 sind 5. Und Punkt für Strich, wie schon gesagt, 5 mal 3 sind 15. 6 und beziehungsweise 6 minus 15 sind müssten minus 9 sein. 3 mal 3 sind 9. Was? Muss ich erst die Klammer ausrechnen? Ja. Scheiße, Punkt vor Strich würde ich jetzt machen, ne? Oh. 3 mal 2 sind 6. Okay. 6 minus Was? Drei? Oh, pff, Alter. 3. 3 ist die Antwort. Minus 9. Oder? Nein. Kein Plan von Mathe, die Frau. Ich glaube, mit ihr würde ich jetzt nicht leben, zusammenleben wollen. Meine zukünftige Freundin, Schrägstrich Frau, soll ein bisschen was auf dem Kasten haben. Okay. Da war der Erschrecker offensichtlich so groß, dass da alles zusammengebrochen ist bei dem Mann. Kann ich aber auch verstehen. Kann ich absolut verstehen. Bastard. Ja, zu Recht. Boah. Ich würde mich genauso Sieht normal verarscht aus. vorkommen. Ah! Da steht ein Elch. Meint ihr, ich kann ihn überfahren? Alter! Himchi, was machst du denn? Himchi! Gar nichts Warum? machen, einfach nur zuhören. Einfach Alles geil. aufpassen. Uff, So, ihr warte. seht aber Ist das Folgen. prüfungsrelevant? Ja, absolut, absolut. Das, Jetzt was jetzt wieder kommt, das, was jetzt. Es ist schlimmer als wirklich. Ich hab Hunger. Was ist Ich muss einfach alle Dinge. Das Ich muss auf sind erwachsene Toilette. Und Menschen. sind mir da. Ich meine nicht. Nein, Geil. ich meine. Ich. Ja, Ablegerer. nein, nein, Also. ich meine. Ja, ich finde halt keinen Schwanz. Ich Was? finde keinen Schwanz. Wahrscheinlich für ihr VTuber-Cosplay-Outfit. Was auch immer! Für ihr VTuber-Model, genau. Ein anderer Schwanz wäre etwas merkwürdig, würde ich sagen. Ich finde keinen Schwanz, der passt. Ja. Es muss ein VTuber-Schwanz sein. Was sonst? Damals, als ich das erste Mal den Begriff Cream Pie gehört habe, habe ich. Okay. Interessante Richtung, die hier eingeschlagen wird. Mir genau das darunter vorgestellt. Wenn man Cream Pie.
wird, dann passiert genau das. Und das habe ich so lange geglaubt, bis ich, glaube ich, 14 geworden bin. Oh. Und ich dann gesagt habe, hey, dann können wir uns gegenseitig creampien. Eia. Also, ich sag mal so, sollte sie in einer Gruppe von Gleichaltrigen gewesen sein, die mit dem Begriff Cream Pie in seiner eigentlichen Bedeutung schon was mit anzufangen wussten. Die haben das total falsch verstanden. Kommunikation! Erklärt wurde. Was? Ich hab noch nie darüber nachgedacht, dass... Oh, Just Vivi. Ich freue mich irgendwie auf sie. Dass es auch einen dazwischen gibt. Es gibt Leute, denen ist es egal, wie rum es hängt, Erik. Ist mir immer noch schleierhaft, wie das egal sein kann. Weil ich find's anders auch auf jeden Fall besser. So, dass es mit der Rolle, mit der offenen Seite zu einem selbst zeigt. Also, sollte das da hängen, dann in die Richtung, sollte es hier hängen, in diese Richtung. Also, die Hand symbolisiert hier quasi gerade das Blatt, wo die abgerissene Seite ist. So und nicht anders, Freunde. So und nicht anders, meine lieben Freunde. Das ist schon fast psychopathisch. Das ist genauso wie die Leute, die die Öffnung der Bettdecke nach oben tragen. Oder es denen egal ist. Das geht so nicht. Wir haben... Was? Was? Vivi, was? Vivi, was? Wir haben hier in der Welt gewisse Regeln, die einzuhalten sind. Ja. Aus Stein. Es sieht aber sehr glücklich aus. Mit den Augen und dem Riesenmund, das sagt, kack in mich hinein. Schau mal, ich bin glücklich, wenn du ein Kacker in mich machst. Eier. Vivi Emote, aber wir brauchen noch einen, der zu dieser Situation. Ja! Also. Ich töte den einfach direkt, ist mir alles egal. Es ist mir alles egal, und wenn ich jetzt dafür rausfliege, ich töte ihn instant. Nein! Yo! So viel dazu. Wer macht denn Schweine? Sowas. Was zur Hölle? Ich bin Sheriff. Das war ein Zufall, dass es wirklich geklappt hat. Ist mir aber egal, das war die Rache. Ah ja. Oh nein, ein Artikel! Ein Artikel! Ach, wie geil! Ach, wie herrlich! Ach, wie schön! Ja, die, man könnte die lesen, also Deutsch, die Birne. Aber das ist natürlich Englisch und steht für Tod oder Sterbe. Ich hoffe, dass das Lego noch lang genug bestehen, das Pikachu. Ich glaube nicht. Das ist schon cool. Nein! Und der Schwanz ist abgefallen. Der Schwanz ist ab. Habe ich nicht gesagt. Gott sei Dank. Stefan, guck mal bitte auf deine Lebensanzeige. Du nimmst keinen Schaden. Aber das Haus erleidet Schaden. So, jetzt habe ich 6. Herzlichen Glückwunsch. Geil. Boah. Warum bist du so? Ich glaube, das würde mich literally auch aufregen. Aber ich fände es trotzdem irgendwie geil. Muss ich echt sagen. Bereust du das eigentlich? Nö. Nein, ich bereue nichts. Na gut, das eine oder andere vielleicht schon, aber zum Großteil gar nichts. Also, wenn ich auf meinen Geldbeutel gucke, ja. Oh mein Gott, wie sieht das echt aus? Das ist eine sehr schöne Türklinke, muss ich sagen. Also die ist... Ja, die ist auch sehr geschmeidig. Ist das mit Aluminium? Ich hab die mal angeleckt, aber ich weiß actually nicht, welche. Was? So, den bringen wir jetzt easy rum. Was wir da machen. Ja.
Und dann bringt er ihn easy um. Der hat mich geparried! Sag ich's doch! Ich sag's doch! Was? Tja. Nein! Nicht das! Oh, da bin ich die größte Nullpin im Ding! Oh, das ist es. Ne! Und ich hasse diese. Ne! Da bin ich der Schlechteste! Ich bin da so ein Dummbatz! Es sieht doch eigentlich ganz gut aus. In so ein Ding bin ich. Ey, da bin ich die dümmste Pflaume der Welt! Alter! Was macht er denn? Er hat es doch gut! Ist ein Kick in die Eier! Ah, okay, ja, doch nicht! So und jetzt mal so. Ja. Das sind die leichtesten Rätsel, die solche Spiele. Solche einfach. Ich liebe diese Rätsel. Ach, wie schön. Wie schön. Er findet Gefallen daran. Nee, findet Gefallen daran. Was können wir nochmal werfen? Ketchup. Ein Stamm. Ah, so. Ein Brennen. Was? Was? Kitten! Kitten! Warum hast du dich erschreckt, Kitten? Können wir uns mal kurz darüber unterhalten, was für ein super nices Outfit Kitten hier gerade trägt? Und ich liebe diese Kopfhörer, Alter. Ich wünschte, ich hätte auch solche Kopfhörer, aber mit Spock-Ohren. Das wäre ultra cool. Das wäre richtig ultra literally cool. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Ich glaube, ich müsste auch meine gesamte Ausrüstung mal ein bisschen pimpen, wenn ich die Zeit dafür finde. Und den Willen dafür. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Das ist ungewöhnlich, würde ich sagen. Das ist ungewöhnlich. Was soll ich denn erklären? Soll ich denen sagen, ja, ich habe Einbrüche von meinem Internet. Erhöhen Sie das jetzt mal, oder was sollen die denn dagegen machen? Ja, Junge, guck mal, das ist ja voll am Abkacken. Ich starte mal neu. Ich stream mal mit meinen Dings, mit meiner mobile Router. Mit mobile Router? Ja, war definitiv stabil. Definitiv? 360 Grad. Genau. Oh, meine Maus ist... Das ist nicht so schlecht. Gerade in der Sekunde. Auch alle? Ich musste mal gerade in der Sekunde. Oh, Olli. Wir sind Mouse Brothers. Unsere Mäuse sind. Unsere Mauszyklen haben sich ja. Ach, wie schön. Ach, GTA 5. Cool. Muss ich auch wieder spielen. Oh, oh. Dödön. Ah, wie geil! Wie geil! Wie geil war das denn? Wie cool! Ich mach dann mal die Schutzfolie ab, ja? Ne. Würde ich nicht tun. Oh nein! Tun. Nein, ich habe jetzt die Schutzfolie tätowiert. Oh, ich bin was? So dumm. Was? Ich habe einfach die Schutz... Ah, wie cool. Gut. Okay. Ja, auch die Großen. Die waren alle zusammen in einem Paket. Also dieser Orangutan, wenn ich den noch einmal sehe, ich schlag den sowas von einmal fett in diese Fresse und dann geht's wieder. Oha. So, ach, das hatte ich gehört, ne? Das habe ich gehört. Das habe ich heute. Das kann ich schon sagen. Luni. Luni. Du möchtest Ken die Fresse schlagen? Ich will nichts sagen, aber. Luni. Du legst dich da vielleicht mit. Mit ein paar. Nummern zu groß an? Ja. Zu vielen an, ne? Mhm. Ich will nichts sagen, aber. Eventuell, nur so rein theoretisch, ne? Nur so ganz, 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 ganz rein theoretisch, Luni. Hab okay. Ich das Gefühl, du... Unterschätzt die Kräfte. Du, weiß ich nicht, du... Warum auch immer da ein Wolf oder eine Ziege mit dabei ist, perfekt. Und ist das die Teufel-Variante von dem Orang-Utan? Okay. Soll ich euch meine Tortellini zeigen? Ja, bitte. Zeig uns deine Tortellini. Zu sehen? Ja. Das ist meine Tortellini. Oh mein Gott. Und genau jetzt kommt Tobias Huch mit seinem Raid. Wie geil.
Wie cool. Ah, jetzt sind wir ihn endlich los. Jetzt haben wir es geschafft. Ich will über Computerspiele reden. Weil ich fühle mich immer so, als würde ich über Quantenmechanik reden mit einem Viertklässler, wenn ich mit Erik über Quantenmechanik rede. Ja! Schön. Ja. Wow. Oh, jetzt geht's, geil. Jetzt geht's aber los. Peng, peng, pow, pow, puff. Ja, jetzt geht's ja richtig los. Okay. Geil. Fessi! Yeah! Moment. Okay. Maximale Vollkrise, ne? Warum? Warum, Tessi? Was ist los bei dir? Irgendwas ist anders. Was ist das? Oh, Alter, warum schmeckt denn das nach Wodka? Ich würde mal sagen, da hat jemand eine interessante Mischung gemacht. Ich glaube mal, ihr Wohnungsgenosse hat da ein bisschen was reingemischt. Ach, na. Ich will nicht wissen, wie das Stream abgelaufen ist danach. Und ob sie das Glas überhaupt leer getrunken hat. Das würde mich am meisten interessieren. Und wenn sie es leer getrunken hat, was dann alles für interessante Sachen passiert sind. Würde mich literally interessieren. Der Blick gerade! Der Blick hier! Der ist einfach viel zu köstlich. Der ist einfach viel, viel zu köstlich. Ein Grund mehr, warum ich diese Frau so mag. Ich muss sagen, ich himmel sie schon ein bisschen an. Sie hat auch ein paar gut ausschlaggebende Argumente auf ihrer Seite. Oh, ich habe gerade meine Cola in meinen Kamillentee gekippt. Okay, oder das. Sie hat ihre Cola in den Kamillentee gekippt? Okay, gut, jetzt wissen wir es. Wenn man Coca-Cola oder Cola in Kamillentee reinschüttet, ergibt das Wodka. Perfekt. Eine Kombination, die ich niemals so machen würde. Weil Kamillentee, ich hasse Kamillentee. Das ist der mit Abstand schlechteste Tee, zumindest geschmacklich, was es so gibt, was es auf dieser Welt so gibt. Also da finde ich Früchtetee, Waldbeere oder selbst Ingwertee ist besser als dieser Drecks-Kamillentee. Also versteht mich nicht falsch, Kamillentee hilft natürlich bei Erkältungen und bei Kranksein natürlich. Aber ich könnte davon keine Kanne am Tag davon trinken. Keine Kanne. Nicht eine Kanne könnte ich davon trinken. Höchstens 1-2 Tassen pro Tag. Mehr aber auch nicht. Den Rest würde ich einfach wegkippen. Da bin ich ehrlich. Ich mag einfach keinen Kamillentee. Oh, das ist ja gar nicht mal. Das schmeckt ein bisschen wie Wodka. Ja, das hast du schon gesagt, Cezzy. Jetzt komme ich schon mit den Namen durcheinander. Ach Mann, oh. Da ist man ein paar Tage länger weg und schon ist das Gehirn ganz konfus. Ah. Cola. Wodka-Cola. Das ist ja ekelhaft. Kann ich mir das vorstellen. Wieder nicht. Danke, Cezzy, dass du das aussprichst. Danke. Ich würde es auch hassen. Das ist eine richtig coole Idee mit der Blume. Ja, ist hübsch, ne? Ja, was für eine Blume? Da wird jemand verfolgt. Oh. Was? Oh Gott. Oh. Alles klar. Yo! Bist schon auf dem großen Pferd gesessen? Nee, aber meine Ex-Freunde waren alle mindestens 1,90. Nee, der eine nicht. Der Pony. Was? Alter, was hast denn du hier raus? Da würde ich auch erstmal den Raum verlassen. Bei so einer Aussage. Echt viele Verletzte. Ja, also auch da gab es einen hohen Verschleiß, unter anderem Max Schradin. Ja, das habe ich mitbekommen. Adam. Das ging gut durch. Der überholt einfach hier auf der Fahrradspur, oder was? Was? Komm in Hannover. Stimmt! Der fährt jetzt einfach Stimmt! Lang. Was? Das meint er auf Ernst, oder was? Was ist mit dem?
Was denkt sich dieser Autofahrer? Ich überhole einfach mal auf der Fahrradspur. Auch wenn da niemand ist. Was ist denn das für ein kranker Mensch? Sag mal. Fahrradweg ist nur für Fahrräder da. Autos sollten nur auf der Straße fahren. Mann. Was ist denn das hier? Glaubst du das? Hallo, ich bin's wieder, die Doni. Und heute treffen wir uns hier auf diesem YouTube-Kanal, um eine Storytime gemeinsam zu genießen. Und zwar die Story, wie ich Alex kennengelernt habe. Ihr kommt auf YouTube, ihr öffnet ein Video und das kommt als erstes. Wie sind eure Gefühle? Hey yo, Bras und Bratinas, Digi Digi, was geht? Ich sehe jetzt schon in ihrem Gesichtsausdruck, das ist für sie Next Level Cringe, das selber anzuschauen. Und das ist wahrscheinlich keine paar Tage alt. Ich bin's wieder, Doni. Und heute gehen wir in eine Storytime, wie ich meinen Alten kennengelernt habe, yo. Ich kann euch keine genauen... Yo. Sie fühlt's auf jeden Fall. Im Juni sind... Oh ja, ich muss meine Haare. Ich hab kein Twistkonto, hier sind 2 Euro. Nein. Ach, wie geil. Nein. Ach, wie geil. Katze? Wow. Hello there. Was? Ja? Ausziehen? Okay. Wenn du das möchtest. Jetzt bin ich obdachlos. Geil. Was ist denn jetzt? Oh! Wie ist das denn passiert? Nein, wie ist das denn passiert? Es ist literally einfach, ich muss gleich einen Lappen holen, ja? Ja, wenn der nicht schon da war. Was? What? Aua. Mikrofon. Ich sehe ja so wenig, dass ich das Mikro noch nicht mal gesehen habe. Na, ja, würde mir auch fast so gehen. Geil. Ey, mein Steuerberater heißt Jochen und schickt und antwortet auf meine Mails mit schönes Jochenende. Ist doch geil. Und schreibt mir manchmal, wenn ich ihm eine wichtige Frage habe fürs Finanzamt, unter der Woche, Donny, ich kann gerade nicht, ich bin auf dem Wannsee. Liebe Grüße, Stößchen. Das ist mein Steuerberater. Geil! Das, nee, komm, das, was? Hä? Wer stellt denn seine... Wer stellt denn sein... nicht Afrikola. Oh Gott, dieses Getränk hat mich von Oktober bis Dezember so gut begleitet. Wie heißt denn das Spezi nochmal? Ich hab das erkannt. Ich komm grad nicht drauf. Wir probieren es einfach mal aus. Und weil um es zurückzubiegen, ja. Paulaner Spezi, meine Güte, ja. Meine freaking God, ey. Ja, genau, Paulaner Spezi. Mein Lebenselixier von Oktober bis Dezember letzten Jahres. Ist halt wirklich so. Was macht das einfach so neben der Tonne? Muss man quasi einfach ja nur reinpusten, ja. Was? Und dann quasi mit quasi 500 Bar geht's wieder zurück, ja. Und Achtung, es wird auch wieder verschlossen, ja. Ja, und dann sieht man, dass es langsam sich wieder verschließt, die Dose, ja. Und tatsächlich auch wieder auf ist, ja. Und ich habe jetzt kein Glas, aber dann ist sie auch wieder voll. Und ja. Alter! What? Verstehst du das? Magic! Wie geil Magic ist das denn? Ey, so einen Typen hätte ich auch immer gerne neben mir. Das ist ja cool. Da sind noch große Stücke drin. Was? Oh. Ja, das hättest du mal besser zumachen sollen. Wäre besser gewesen. Nein. Doch. Ja, ich lass jetzt los. Oh oh. Nein! Ich hätte einen Doppelsprung machen können und... Ach, wie geil! Nein! Easy.
sie. Wie geil! Wie geil ist das denn? Oh nein, es geht schon wieder los. Das passt so. Nein, ich glaube nicht. Hat keiner gesehen? Ja, so viel dazu, hat keiner gesehen. Mhm. Aha. Helene Fischer an Flyer erstickt, atemlos durch DIN A8. Ich hasse dich für diesen. Ich liebe einfach diesen Stumpf, diese stumpfe Art von Humor. Mich kriegt man immer mit sowas. Ey, das ist halt einfach viel zu geil. Einfach viel zu geil. Und meine Mama hat mir mal erzählt, dass man ganz lieb zu seinen Zimmerpflanzen sein muss, damit die wachsen. Das heißt, ich habe tatsächlich dann jeden Abend meine einen Pflanze im Zimmer eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen, damit sie groß und stark wird. Ich habe sie aber nicht gegossen. Oh. Dass meine Pflanze dann eingegangen ist, habe ich darauf bezogen, dass sie einfach die Geschichten nicht mochten. Und bei der nächsten, also... Okay. Party hinter der Tür? Alles klar. Ja, dann mach halt wenn auf. Da Party hinter ist, sind wir mit dem Schild bewaffnet. Okay, alles klar. Das sieht ja immer sehr wirr aus. Andererseits ist es voll organisiert. Und innerhalb von einer Minute waren... Was ist das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ich hab gedacht, da ist eine Mücke. Habt ihr den Sound-Alert gehört? Nein. Blick. Jetzt brauchst du noch so eine... Alexa! Alles an meinem Job. Tasse. Und dann haben wir das perfekte. Dann haben wir den perfekten, wunderschönen Moment von Gabriel festgehalten. Ja, er sieht aber richtig wütend aus. Ja, Grumpy Cat. Einfach Grumpy Cat. Einfach Grumpy Cat. Oh oh. Lol. Das ist mein Todesurteil. Ja. Hui, ja, ja. Ab durch die Lüfte. Ab durch die Lüfte. Was bist du denn? Captain, das ist ein Fischerboot. Ja. Oh, bist du's? Oh mein Gott, Kevin hat's einfach ermordet. Oha! Catherine, das arme Fischerboot. Mann, was ist denn hier los? Guck an, was denkst du darüber? Ja, da kippst du glatt um. Geil. Was ist das? Das ist ein... Die Kulisse erinnert mich so ein bisschen an Star Trek Discovery, 5. Staffel, Folge 1. Da, wo der Android Fred drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich mach mal lieber Licht an. Hoppala. Heia. Ja, wird ein bisschen ungemütlich bei mir da draußen. Ich hoffe, dass mein PC keinen Schlag kriegt. Ich dachte eben... Oh, wow. Ich dachte eben, ganz kurz... Noch kurz Ingame-Thema. Ich dachte gerade, die pinkelt da runter mit einem extrem großen Strahl. Was? Alles klar. Also, Möglichkeit Nummer 1. Auswahlmöglichkeit. Was passiert in dem Zelt? Wie es zwei Löwen treiben, oder was? Da haben sich die Katzen wohl lieb. Ich glaube, die... Okay. Alles klar. Yo. Boah. Alter Vater, hab ich das gepackt. Alter Vater. Okay. Ich hab gerade in meinem Herzen gestochen. Und das sollte es nicht mehr tun. Extra so ein Geschäft, da kannst du frühstücken und die haben selbstgepressten Orangensaft. Richtig geil. Dachte so, ja, gönne ich mir. Selbstgepresster, frisch gepresster Orangensaft, gönne ich mir. Und dann sehe ich so, wie in meinem schönen, frisch gepressten Orangensaftglas oben plötzlich so weiße Dinger schwimmen. Ich dachte erst, das wäre so dieses Weiße von Orangen, so Fruchtfleisch-Stuff. Yeah. Nein. Dann merke ich, beobachte ich das und sehe so, das bewegt sich, das schwimmt so richtig. Und dann habe ich gesehen, oh nein, das war ein Magen. Das war ein Magen. So zwei, drei Stück oder so.
habe ich dann später bemerkt. Okay. Und ich habe halt schon ein gutes Stückchen, so das halbe Glas ausgetrunken. Da ist mir das erst aufgefallen. Und dachte so, Ich glaube, ich würde es einfach weiter trinken. Durchsuchen. Was? Wie bitte? Flutschfinger? Flutzer. Blut? Ach nein. Flutschlitzer. 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 Okay. Jetzt nach den Maden so, ist okay. Ich will den Saft nicht mehr trinken, aber ich will jetzt auch keinen neuen. Aber er hat mir dann einen neuen gebracht, kostenlos, weil da waren ja Maden drin. Ich dachte so, okay. Ja, okay, ist ja nett, ne? Oh, oh, ich ahne. Guess what? Da waren auch Maden drin. Ich guck so wieder in dieses Glas. Da sind da wieder Maden drin. Uff. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Mach zu. Boah, leck die Katze, das knapp. Ja. Oh, oh. Alter Schwede. Wie geht das? Hallo? Cheating. Yo. Oh, nein, das heißt, ich kann es nicht sein. Oh, ich habe die beste Waffe des Spiels. Ich sehe auch Julie ist AFK. Ich habe nur 6 Stunden. Ah, fängt schon an, oder was? Ja, ja. Ach so. Ja, alles klar. Oh, oh. Ja, wusste ich nicht. Ja, ja, wusste er nicht. Er ist Trainer, da wollte ich nur heimlich umwenden. Ja, du musst eh drücken. Ich finde die von innen nicht mehr öffnen. Ja, eben, Maya. Du kannst die von innen öffnen, Shoshi. Die gehen aber nach... Ja, doch. Die gehen nach innen schießt schon wieder. Du stehst im Weg. Ja, du willst mich doch töten, hast du gesagt. Okay. Junge, diese Fliege, verpiss dich doch mal. Was ist mit dir? Ich würde sie einfach in Ruhe lassen. War noch 2 Wochen nonstop quasi. Waren dann immer im Saarland, in so einer Herberge. Boah, im Saarland auch noch. Was hast du Schlechtes gegen Saarland? Im Saarland wohnt einer der besten Kollegen-Streamer, den ich kenne. Hallo? Was soll denn das? Beste Grüße an Superslate, der gerade auch live ist. Beste Grüße. Junge, ich fang dich. Hab ich sie? Ich hab sie! Ich hab sie gefangen! Oh, oh, GG. Dankeschön für die Resubs, dankeschön, Baku. Es tut mir leid, dass ich so verwirrt bin. Vielleicht sollte ich dich... Was? Alter, das wollten wir nicht sehen. Moment, ihr habt nichts Looney. Gesehen. Nee, das wollten wir nicht sehen. Oh, warte, ich kann richtig gute Tipps geben. Junge, wenn du nicht weißt, ob dich eine Person mag, ja, dann stalkst du sie auf Instagram und likest ihre Stories. Okay. Und dann weiß die Person schon mal, dass du sie magst. Ja. Würde ich gerne auch so sehen. Lilly schon wieder total erschreckt. So, ich gehe nochmal kurz auf 17, Mello-Check machen, dann können wir loslegen, ja? Du machst in der Zeit Chat-Bespaßung und nicht wieder nackig rumlaufen, ne? Ich habe hier letztens Ärger bekommen von dir. Nee. Macht er jetzt doch gleich bestimmt wieder, oder? Ja! Ja, ich wusste es! Ich wusste, das war so... Alter! Alter Vater! Yo! Ich würde euch jetzt gerne am liebsten zeigen... Das sieht ultra heftig aus. Moment mal, vielleicht geht's ja. Ich versuche mal die Kamera mitzunehmen. So gut wie es geht. Hi! Ich weiß nicht, ob ihr es draußen sehen könnt. Oder ob man überhaupt irgendwas sehen kann. Einen Moment. Ich mach die Kamera mal wieder. Ich mach mal das Licht aus. Vielleicht sieht man es dann besser. Ich hoffe es. Ja. Es tut ein kleines Unwetter, aber nichts Wildes. Nichts Wildes. Ja. So, Licht wieder an. Tada! Ach, ich liebe das. Ich liebe das. Nämlich auch. Bam. Oh, tag ich auch. Ah, oha! Geil! Fetch! Darius, komm schon jetzt! Das war cool. Okay, rot nehme ich auch. Bam! Oh, tag ich auch. Ah, nix da! Wie geil!
Wie Fetch. Cool! Darius, komm schon. Fetch. Weißt du, da. Entschuldigung. Was? Entschuldigung? Der ist auf Gleis 9 Dreiviertel gerannt. Auf Gleis 9 Dreiviertel. Perfekt. Erstmal gleich eine Harry Potter-Referenz eingebaut. Super. Braucht man immer. Der hat die Winkelgasse gefunden. Geil. Geil. Ich habe einen Joghurt fallen lassen. Er war nicht mehr haltbar. Bah. Fetz, ja! Sehen Sie das? Okay. Nein! Sehen Sie das? Nein! Die Rome gewonnen hat! Steine nicht! Ich glaube so, es nicht! Spontan, das war's mit Streamclips Germany. Viel ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Bis auf jeden zum Fall. Nächsten Mal! Ciao! Jo, meine lieben Freunde, das war die Folge 261 von Streamclips Germany. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like und einen Kommentar da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.